Kann man in der letzten Reihe etwas hören? Das freut mich. Dann fangen wir an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute die Vortragsreihe zum 300. Geburtstag von Immanuel Kant eröffnen kann. Es sind ja 7 Vorträge, die in dieser Reihe stattfinden, eigentlich jeden Monat ein Vortrag. Und heute ist der erste. Das Institut, das ich 1994 gründete, ist dieses Jahr 30 Jahre alt, also auch ein Jubiläum. Es unterscheidet sich von dem Jubiläum von Kant gar nicht so sehr. Es dreht sich nämlich nur um eine Null mehr. Und Sie wissen ja, Null ist nichts. Also fühle ich mich sehr benachbart. Da ich heute keinen besonderen, bedeutsamen Vortrag zu halten habe, nur die Eröffnung, werde ich ein wenig darüber plaudern, wie es für mich war, also als Beispiel für Philosophen, zu Kant und mit Kant zu kommen. Ich könnte jetzt auch freisprechen, vielleicht tue ich das auch im Großen und Ganzen, aber ich möchte nicht, dass es zu ausführlich wird. Deshalb habe ich mir das auch aufgeschrieben, was ich sagen soll. Es fing in Hamburg an. Und zwar da, wo ich anfing, Philosophie zu studieren. Und dann nahm ich an einer Vorlesung, ja, Vortrag statt von Karl Friedrich von Weizsäcker über die Kritik der reinen Vernunft. Der Vortrag füllte das Auditorium Maximum, das ist riesengroß in Hamburg, und es war bis auf den letzten Tag der Sitz voll. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass es Weizsäcker vor allem darum ging, dass es die Mathematik mit synthetischen Urteilen a priori zu tun hätte, im Gegensatz zu allen anderen Wissenschaften. Er hat also nach meiner Erinnerung stundenlang das erörtert. Mich interessierte das nicht und ich verstand das auch nicht. Dann kam die zweite Annäherung an Kant in Köln. Dort regierte ein bombastischer, riesengroßer Philosoph, Volkmann Schluck. Und der hielt einen Vortrag über alle drei Kritiken. Und ich entsinne mich nur, dass für mich die noch damals nicht so sehr vertrauten Begriffe wie Transzendental und Transzendenz eine Rolle spielten. Und das war so schwierig. Der Mann strengte sich auch in seiner Darstellung so an, dass ich damals dachte, das werde ich nie verstehen. Und was er da vortrug, verstand ich auch nicht. Und das war so eine Situation wieder mal, wo ich dachte, ich höre auf mit dem Studium. Das schaffe ich nicht. Und dann aber kam doch ein gewisser Widerstandswille in mir auf und dann dachte ich so, jetzt muss ich da mal richtig rangehen. Jedenfalls habe ich mir dann die Kritik der reinen Vernunft gekauft und dann saß ich nachts im Schneidersitz die Kritik der reinen Vernunft vor mir und las sie und verstand sie nicht und unterstrich so lange, bis ich die Seite durchgestrichen hatte. Das heißt, die Seite darunter zu sehen war. Und irgendwann fiel mir der Groschen und dann dachte ich, meine Güte, das kann doch gar nicht sein, dass der das wirklich denkt und damit so berühmt geworden ist. Ja, aber jedenfalls hatte ich das nun verstanden. Dann kam ich nach Frankfurt. In Frankfurt war es so, im Hauptseminar von Adorno, da gab es nur Kant und Hegel, in einem Semester Kant, im anderen Hegel. Und leichtfertig hatte ich mich gleich am Anfang zu einem Protokoll gemeldet. Zwar hatte ich nun Kant schon drauf, Hegel noch nicht so sehr. Und
hatte es sehr schwer mit dem Kontext, aber ich kriegte dann in einer Woche so ein Protokoll hin und da ging das, so kann ich mich ja entsinnen, ich habe das auch noch, da ging das um Form an sich und Form von etwas. Das war eine Kritik an Kant, weil Hegel ja als Vermittler der Auffassung war, dass die Form an sich eigentlich keine Wirklichkeit hat, sondern immer auch mit einem Inhalt verbunden ist. So, das waren die ersten Annäherungen. Immerhin aber der Meister Adorno fand dieses Protokoll sehr gut und damit war ich auch zufrieden. Und ich war gewissermaßen gut getauft, was nun Kant betrifft. Die nächste Beschäftigung, intensive Beschäftigung, war dann meine Dissertation, die sich im Grunde um Politik drehte. Das Buch heißt Die Kunst des Unmöglichen oder Die Politik der Befreiung. Es gibt jetzt so viele Bücher über die Politik der Befreiung, dass ich mich ein bisschen ärgere und schäme, so einen populären Titel da verwandt zu haben. Aber jedenfalls, da ging es im Begriff um Freiheit eben um Kant. Seit der Gründung meines Instituts Reflex habe ich nun viele Seminare abgehalten, auch in Bamberg, wo über Kant, auch in Bamberg, wo ich immer die Aufträge bis heute noch habe. Und habe die Erfahrung gemacht, dass man am besten lernt, wenn man lehrt. Ich habe also in den letzten Jahren sehr viel gelernt. So, und dann schließlich habe ich es in meinem letzten Buch Kritik des lebendigen Verstandes sogar gewagt, Kant zu kritisieren. Ob ich mich dabei verhoben habe, können Sie überprüfen, wenn Sie eines der Bücher erstehen, die, wie ich glaube, davor noch liegen. Nun denken Sie bitte nicht, ich hätte mich in der Philosophie nur mit Kant beschäftigt. Das ist nicht der Fall. Aber Kant ist nicht nur nach meiner festen Überzeugung ein Glied in einer Kette. Er ist weitaus mehr. Er ist eine Schwelle. Vor ihm gab es diese Strenge in Begrifflichkeit und Methode des Philosophierens nicht und nach ihm musste man den eigenen Standpunkt am besten immer im Verhältnis dazu bestimmen. Das taten dann auch alle bedeutenden Philosophen des deutschen Idealismus und spätere auch. Jetzt mache ich Schluss mit meinem Erzählen. Jetzt geht es zur Sache. Vor 300 Jahren ist Immanuel Kant auf die Welt gekommen. Dieses Jubiläum feiern wir heute. Wenn ich sage heute, dann komme ich nicht darum herum, an Kriege zu denken, an Flüchtlingselend, an eine noch nicht vergessene Pandemie und eine unaufhaltsam voranschreitende Klimakatastrophe, von Armut, Hunger und Finanzkrise zu schweigen. Wir gedenken des Philosophen Immanuel Kant. Ich möchte das auch so gewichtig ausdrücken und eigentlich möchte ich sagen, ich verneige mich vor ihm. Wir dürfen angesichts der aktuellen Übel nicht die grundsätzlichen Fragen, die über Jahrtausende die Menschen beschäftigen und bewegen, vergessen oder beiseite schieben. Denn sie schaffen die Orientierung für unsere Entscheidungen und unser Handeln in der Gegenwart. Wir dürfen nicht angesichts der Verbreitung von Fake News den Sinn von Wahrheit verlieren. Ohne die Ordnung dieser Welt, die auch uns über eine unendliche Evolution hervorgebracht hat, ohne diese Ordnung zu bewundern, zu schonen, zu lieben und zu verteidigen, verspielen wir die Achtung vor dem Sein und vor uns selber. Ohne die Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu verstehen, zu schätzen und zu würdigen, werden die Gewaltexzesse, die wir uns selber zufügen,
kein Ende finden. Darum erinnern wir uns an Immanuel Kant. Deshalb feiern wir heute das Jubiläum zu seinem 300. Geburtstag. Kant ist einer der bedeutenden Philosophen, die nicht nur eine der grundlegendsten Theorien, sondern auch die klarsten und persönlichsten Worte geäußert hat über die Bestimmung von uns Menschen unter dem bestirnten Himmel und dem moralischen Gesetz in uns. Mit großer Freude möchte ich nun den ersten Referenten in dieser Vortragsreihe ankündigen, Professor Dr. Dietmar Heidemann. Dietmar Heidemann ist seit 2009 Professor für Philosophie an der Universität in Luxemburg und wurde zum ersten Vorsitzenden der renommierten Kant-Gesellschaft gewählt, die 1904 als eine der größten und einflussreichsten philosophischen Gesellschaften weltweit gegründet wurde. Da haben wir noch ein Jubiläum, nämlich das 120. In der Zeit des Nationalsozialismus hatte es die Gesellschaft etwas schwer. Ich glaube, die Existenz wurde sogar unterbrochen, aber nach dem Krieg dann doch wieder aufgenommen. Als aktives Vorstandsmitglied seit mehr als 10 Jahren möchte Professor Heidemann, der auch Mitglied der Kant-Kommission der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ist, die Mission der Kant-Gesellschaft unterstützen und die Erforschung der Philosophie Kants verbreiten. Beeindruckt von den revolutionären Ideen des Philosophen des 18. Jahrhunderts begann Professor Heidemann während seines Universitätsstudiums in Deutschland und Großbritannien, später waren sie auch in den Staaten, als Lehrender, sich mit der Aufklärung der Stränge von Kants Denken zu beschäftigen und hat seitdem damit nicht aufgehört. Er ist der Auffassung, und ich folge ihm ganz und gar, Kant hat das wichtigste philosophische Buch der Neuzeit geschrieben, manche würden sogar sagen, das wichtigste philosophische Buch überhaupt, die Kritik der reinen Vernunft. Ich zitiere ihn weiter und dann kommen wir schon langsam zu der Thematik des Vortrags. Die allgegenwärtige digitale Transformation der heutigen Welt bringt viele Herausforderungen mit sich. Können wir digital werden, ohne uns zu entmenschlichen? Sind Technologien wirklich befreiend? Geben sie uns eine Stimme oder setzen sie die Grundlagen unserer moralischen Überzeugungen und Vorstellungen von Freiheit unter Druck, indem sie versuchen, unser Verhalten anhand von Datenmengen zu verfolgen und vorherzusagen? Kants Konzepte, so sagt er, können der Schlüssel zur Beantwortung der drängenden Fragen der Gegenwart sein und gleichzeitig unsere Freiheit sichern. Ziel der Kant-Gesellschaft ist es, Kants Denken im Hinblick auf zeitgenössische, ethische, soziale, politische und kulturelle Herausforderungen weiterzuentwickeln. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das heute ausführen werden. Sie haben das Wort. Lieber Herr Professor Heidemann. Ja, meine Damen und Herren, zunächst Herr Stahmer, herzlichen Dank für die Einführung und natürlich auch die freundliche Einladung, nach Hannover zu kommen. Und herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Kommen zu einem Vortrag zu Kant, was sicherlich, Herr Stahmer hat es schon angedeutet, nicht eine Selbstverständlichkeit sein sollte, aber nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist vielleicht. Ich habe einen Vortrag vorbereitet, das auch der erste Vortrag dieser Reihe ist, der
etwas weiter ausholt und nicht nur einen kleinen oder ein überschaubares Feld der kantischen Philosophie präsentiert, sondern in verschiedenen oder aus verschiedenen thematischen Bereichen der theoretischen und praktischen Philosophie die Anschlüsse sozusagen mit Gegenwartsperspektive herauszuarbeiten versucht. Der Titel des Vortrages: Kant unvergessen, unverstanden, unbrauchbar. Einiges hat Herr Stamer im Grunde schon angedeutet zu diesem Titel, gerade was das Kant-Verstehen angeht. Denn Kant ist ein immer noch für mich auch eine philosophische Herausforderung ohnehin, aber natürlich auch einfach vom Verständnis her, vom Textzugang eine Herausforderung, ein sehr anspruchsvoller Autor. Aber ich hoffe, dass durch den Vortrag, den ich jetzt vorbereitet habe für heute, vielleicht der Zugang etwas leichter fällt in der einen oder anderen Hinsicht. Also am 28. August 1787 schreibt der soeben in Jena eingetroffene Schiller an seinen Freund und späteren Herausgeber Christian Gottfried Körner Folgendes. Gegen Reinhold ist der auch eben in Jena eingetroffene neue Star am Philosophenhimmel zu der Zeit, den er dort eben traf. Also gegen Reinhold bist du ein Verächter, Kant. Denn er, Reinhold, behauptet, dass dieser nach 100 Jahren die Reputation von Jesus Christus haben müsse. Aber ich muss gestehen, dass er mit Verstand davon sprach und mich schon dahin gebracht hat, mit Kants kleinen Aufsätzen in der Berliner Monatsschrift anzufangen, unter denen mich die Idee über eine allgemeine Geschichte außerordentlich befriedigt hat. Schillers Antrittsvorlesung in Jena zur Geschichte. Dass ich Kant noch lesen und vielleicht studieren werde, scheint mir ziemlich ausgemacht. In kurzem wird Kant eine Kritik der praktischen Vernunft oder über den Willen und dann auch eine Kritik des Geschmacks herausgeben. Freue dich darauf. Wir wissen nicht, ob Körner das Freue dich darauf als Drohung oder als aussichtsreiche Perspektive verstehen sollte. Eines aber scheint sicher: Nicht einmal die hartgesottensten Kantianerinnen oder die hartgesottensten Kantianer würden wohl behaupten, die Reinholdsche Vorhersage sei eingetroffen und Kant genieße seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, also 100 Jahre später, tatsächlich die Reputation von Jesus Christus. Und ob Kant eine Art philosophischer Petrus war, auf dem die Kirche der Transzendentalphilosophie errichtet wurde, mag man ebenfalls nicht recht glauben wollen. Für nicht wenige dient Kant sogar nicht einmal zu philosophischer Heilsbringerschaft. Sei seine Philosophie doch nichts anderes als philosophisches Teufelswerk, mit dem er das abendländische Denken in eine tiefe Krise gestürzt hat. Eine Krise, zumindest eine Reflexionskrise, hat das kantische Werk ohne Zweifel hervorgerufen. Nicht ohne Grund nennt Heinrich Heine Kant den, Zitat, großen Zerstörer im Reiche der Gedanken, der an Terrorismus den Maximilian Robespierre weit übertraf. Der Vergleichspunkt liegt auf der Hand. Kant, der Zerstörer und Revolutionär des alten Denkens, und die französische Revolution als Zerstörerin der alten politischen und sozialen Ordnung. Heines, wie so oft überspitzter Vergleich, kommt der Realität vielleicht näher, als man auf den ersten Blick zuzugestehen bereit ist. Denn tatsächlich war Kant zunächst einmal ein Zerstörer. Und sogar der radikalste Zerstörer, den die Philosophie bis dahin und möglicherweise bis heute gesehen hat. Und um Kant als den radikalen Zerstörer und Revolutionär des Denkens soll es heute in meinem Vortrag auch vor allem gehen. Zerstörung und Revolution sind ganz offensichtlich nicht dasselbe. Denn wer zerstört, kann sich mit dem Zerstörten zufrieden geben.
Muss er nicht, kann er aber. In der Idee der Revolution aber kündigt sich schon der Gedanke des nachkommenden Neuen an, dem durch eine Umkehr der Verhältnisse zu seinem Recht verholfen werden soll. In diesem Sinne ist Kant beides zugleich, Zerstörer und Revolutionär, der durch die Kritik die alten Systeme dekapiert, um durch die von ihm sogenannte, das sind seine eigenen Worte, Revolution oder Umkehr der Denkungsart, das sagt Kant immer, Revolution der Denkungsart, das mache ich, Umkehr der Denkungsart. Also die von ihm sogenannte Revolution oder auch Umkehr der Denkungsart zu neuen philosophischen Ufern zu gelangen. Mein Vortrag wird also der kantischen Leitlinie zugleich der Destruktion und Konstruktion folgen. Ich möchte Ihnen dabei aus der Perspektive meiner Auseinandersetzung mit Kant erläutern, warum und in welcher Hinsicht es sich auch 300 Jahre nach seiner Geburt lohnt, in ein Gespräch mit dieser philosophischen Jahrtausenderscheinung einzutreten. Einen Kant 3.0 oder man müsste sagen 3.00 werde ich Ihnen aber nicht anbieten. Also gewissermaßen einen Kant reloaded, der etwa zu einer ganz neuen Beurteilung seines Denkens führt. Also den Anspruch erhebe ich hier in keiner Weise. Stattdessen möchte ich Ihnen im Folgenden anhand von drei ausgewählten Themen erläutern, was es heißen kann, sich heute noch fruchtbar mit den philosophischen Theorien Kants zu befassen. Die drei Themenblöcke, die ich ausgewählt habe, lauten erstens Metaphysik und Wissenschaft, zweitens Moral und Gesellschaft und drittens Leben und Kooperieren. Im ersten Teil geht es um die Überzeugungskraft der kantischen Gründe für die Umkehr und Revolution der Denkungsart. Mit Lokalkolorit kann ich dazu sagen, weil da wir uns im Leibniz-Haus befinden, kann man natürlich über Kant nicht vortragen, ohne etwas über Leibniz zu sagen. Derjenige Philosoph, der von ihm am meisten nicht zitiert, aber auf den er sich am meisten in der Kritik der reinen Vernunft bezieht. Es gibt keinen anderen, auf den er sich mehr bezieht. Im zweiten Block möchte ich Ihnen in eher praktischer Orientierung einige Gründe dafür präsentieren, warum wir heute immer noch an Kants Moralprinzip, dem kategorischen Imperativ, anknüpfen können. Ich möchte Ihnen dies vorführen an Kants Philosophie der Freundschaft. Ein Thema, das eher weniger behandelt wird, aber ich finde zugänglicher ist. Im dritten Themenblock geht es schließlich um Kants Geschichtsphilosophie und die Philosophie der internationalen Beziehungen, spezifisch um die Frage, wieso wir die kantische kosmopolitische Idee einer auf Koexistenz und Kooperation ausgerichteten internationalen föderalen Friedensordnung weiterverfolgen sollten und sogar müssen. In diesem Zusammenhang werde ich auch auf rassistische Äußerungen und kolonialistische Überzeugungen, die sich in Kants Werk leider finden, die finden sich da in nicht geringer Zahl, zu sprechen kommen. Also zunächst zum ersten Themenblock Metaphysik und Wissenschaft. Wer liebgewonnene Überzeugungen im fundamentierten Meinungsbestand anderer Menschen zusammenstürzen lässt, macht sich in der Regel keine Freunde. Insbesondere dann nicht, wenn es sich um den Kernbestand solcher Überzeugungen handelt. Mit dieser Situation sah sich Kant nach der Veröffentlichung der Kritik der reinen Vernunft im Jahre 1781 konfrontiert. Denn zunächst einmal stellte Kritik der reinen Vernunft vor allem eines dar, einen Frontalangriff Kants auf seine philosophischen Zeitgenossen und überhaupt die jahrtausendalte Tradition metaphysischen Denkens. Zwar hat Kant seit der Publikation seiner ersten Schrift von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte im Jahre 1746 bis in die 1770er Jahre hinein selbst traditionelle metaphysische Auffassungen vertreten. Mit der Publikation der Kritik der reinen Vernunft aber erhebt er den Anspruch, zeigen zu können, dass klassische Metaphysik als die Wissenschaft von Seele, Welt, Gott
gar nicht möglich ist und die Philosophie einer grundlegenden Renovierung bedürfe. Stellen Sie sich vor, Sie sind zu dieser Zeit, 1781, Inhaber eines Lehrstuhls für Metaphysik und Logik an der seinerzeit berühmten und hoch angesehenen Universität Göttingen. Seit 30 Jahren haben Sie Lehrbücher über philosophische Psychologie, Kosmologie und Theologie verfasst. Gut, die Kollegen in Halle, Marburg und Leipzig haben dies auch getan, und zwar sogar auf respektablem Niveau. Aber nur die eigenen Produkte des Nachdenkens über die Welt treffen die erforderliche logische Pünktlichkeit, glauben Sie. Und nun das. 1781 erscheint ein Buch, die Kritik der reinen Vernunft, das nicht nur die eigenen, sondern auch noch die Werke aller anderen Kollegen in Sachen Metaphysik in Grund und Boden stampft. Der Autor dieses Werkes muss von Sinnen sein, zu behaupten, dass Beweise über die Einfachheit und Unsterblichkeit der Seele, die raumzeitliche Unendlichkeit der Welt und selbst für das Dasein Gottes überhaupt nichts als Schein sind und zugleich völlig vergebens. Kant führte mit der Metaphysikkritik also einen Angriff auf die philosophische Tradition, wie es ihn bis dahin noch nicht gegeben hat. Philosophisch ebenso wie akademisch war dies ein außerordentlich großes Wagnis. Selbst wenn man Kant etwa in Sachen der Verteidigung von Demokratie, Widerstandsrecht und sozialer Gerechtigkeit, man könnte andere Themen nennen, mit Recht keinen Mut attestieren mag, hier aber hat er ihn bewiesen. Denn das war existenziell wichtig. Denn er hätte auch einfach dasjenige verlieren können, was er gerade erreicht hat, war 10 Jahre zuvor, nämlich seine Profession. Und er war ja später auch kurz davor, 1793, Religionsschrift. Aber was sind nun eigentlich die philosophischen Motive, Gründe und Argumente, die das kantische Hauptwerk, die Kritik der reinen Vernunft, auszeichnen und durch die Wissen ebenso wie Wissenschaft auf neue Fundamente gestellt werden? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir einen Schritt zurück tun und uns in aller Kürze an eine der einflussreichsten Theorien, die der Metaphysik der frühen Neuzeit das methodische Rüstzeug bereitstellt, erinnern. Ich meine Leibniz' Theorie der klaren und dunklen Vorstellungen. Denn Leibniz, im Begriff wissenschaftlicher Genialität und von Kant verehrt, ohne Frage, erklärt, dass wir wahres metaphysisches Wissen über Seele, Welt und Gott durch nichts anderes als die Analyse unserer Vorstellungen erhalten. Das heißt, indem wir unsere zunächst dunklen und verworrenen Gedanken oder Begriffe zu der für uns größtmöglichen Klarheit bringen, indem wir uns all das zu klarem Bewusstsein bringen, was in ihnen enthalten ist. Leibniz gibt das Beispiel des Meeresschlauchs. Also Beispiele erläutern das eigentlich immer ganz gut. Leibniz gibt das Beispiel des Meeresrauschen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen die Meeresbrandung wahr. Was Sie hören, ist ein völlig undifferenziertes Anbranden der Wellen an einer Küste. Analysieren Sie dies nun aber Schritt für Schritt und gemäß logischen Prinzipien, die Leibniz natürlich bereitstellt, Satz vom Widerspruch und anderes mehr, erhalten Sie im Idealfall eine präzise Erklärung dafür, warum die Meeresbrandung im Moment ihrer Wahrnehmung eben diese Konstellation aufgewiesen hat und warum sie sie daher auch genau so wahrnehmen mussten. Also in allen ihren möglichen Details und Ausdifferenzierungen. Dabei ist die sinnliche Wahrnehmung zunächst, so beginnen wir einfach nur, eine verworrene Vorstellung, die wir durch Analyse zur Deutlichkeit bringen, bis wir ihren klaren und deutlichen Begriff erhalten. Und selbstverständlich ist es
allein dem göttlichen Verstand vorbehalten, den deutlichsten Begriff von allem zu haben, nämlich durch dasjenige, was Leibniz und viele andere Philosophen der Zeit, schon Platon hat das getan, Aristoteles auch, Spinoza hat das getan, Descartes hat das getan und eben Leibniz durch Intuition, ja, als höchste, perfekteste, deutlichste Form der Forschung, die aber nur in ihrer Perfektion Gott zukommt. Durch die vollständige Analyse unserer Vorstellungen ist es nach Leibniz also möglich, das Wesen der Dinge und folglich metaphysische Erkenntnis zu generieren, um zum Beispiel der Seele eines Menschen, zum Beispiel den Begriff der Seele eines Menschen oder sogar der Existenz Gottes. Also Leibniz ist der Auffassung, dass es Geistsubstanzen gibt, die als solche einen vollständig bestimmten Begriff darstellen und im Grunde so etwas sind wie programmierte Entitäten, durch Gott programmiert. Und dieses Programm läuft im Grunde nur ab. Aber natürlich kann nur Gott das erkennen. Und das kann man im Grunde nicht nur mit menschlichen Geistseelen, sondern gemäß seiner Monadologie, auf die ich nicht eingehen werde, für alle anderen Entitäten genauso machen. Das ist die erfolgreich akzeptierte zu dieser Zeit Hintergrundtheorie, mit der Kant sich nun befasst. Also diese seinerzeit weit verbreitete Theorie der Rechtfertigung metaphysischen Wissens wird nun von Kant attackiert und als unhaltbar erwiesen. Leibniz geht davon aus, dass es genau eine Quelle der Erkenntnis gibt, nämlich die analysierende Vernunft. In der Kritik der reinen Vernunft zeigt Kant dagegen, dass es nicht eine, sondern zwei Quellen der Erkenntnis gibt, nämlich die Sinnlichkeit und den Verstand, sodass die begriffliche Analyse unserer Vorstellungen allein zu keinen wahren Erkenntnissen über die Welt führen kann. Das heißt, wahrheitsfähige Erkenntnis ist nur möglich durch die Kooperation von Sinnlichkeit und Verstand oder, wie Kant sich auch ausdrückt, von sinnlicher Anschauung und Begriff. Sinnliche Anschauung und Begriff sind für Kant daher notwendige Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis. Ist die eine oder die andere abwesend, ist Erkenntnis nicht möglich. Leibniz und seine Anhänger aber behaupten, dass Erkenntnis und sogar metaphysische Erkenntnis allein durch Begriffe und ohne sinnliche Anschauung möglich ist. Dies beansprucht Kant mit seiner neuen Theorie, die er in direkter Auseinandersetzung mit Leibniz, aber auch mit anderen entwickelt, ein für alle Mal widerlegt zu haben. Denn da wahre Erkenntnis immer nur durch die Sinnlichkeit erfordert, kann die Existenz von Objekten, die wir nicht sinnlich erfahren können, also wie zum Beispiel unausgedehnte Seelensubstanzen oder Leibnizsche Monaden oder eben halt auch Gott, nie bewiesen werden. Der Destruktion der alten Metaphysik setzt Kant in der Kritik der reinen Vernunft eben den konstruktiven Nachweis zur Seite, dass menschliche Erkenntnis zweier voneinander unabhängiger Quellen bedarf und dass es notwendige Bedingungen der Erkenntnis gibt, die eben im Detail zeigen, was die Möglichkeit von Wissen und Wissenschaft überhaupt ausmacht. Mit dem Nachweis dieser Möglichkeitsbedingungen von Erkenntnis etabliert Kant zugleich eine neue Fundierung der Naturwissenschaft. Nur Begriff und Anschauung bzw. Wahrnehmung zusammen begründen Wissen, denn, und das ist dieses berühmte Zitat, das immer wieder verwendet wird in diesen Zusammenhängen, denn Begriffe ohne Inhalt sind leer und Anschauungen ohne Inhalt sind blind. Also ich könnte jetzt eben da anschließen, was Herr Stamer erwähnt hat, nämlich Kants berühmte Unterscheidung zwischen synthetischen und analytischen Urteilen, insbesondere die synthetischen Urteile a priori,
um die sich Karl Friedrich von Weizsäcker ja bekannt dafür bemüht hat. Aber das würde, glaube ich, uns alle jetzt zu sehr strapazieren. Deswegen habe ich das also komplett rausgelassen und habe das versucht, so ein bisschen eher deskriptiv zu erläutern. Aber was dann eben dazukommen müsste, wäre eben Kants radikal neue Theorie des Raumes und der Zeit gegen Newton. Ist ganz überzeugend eigentlich Newton widerlegt und auch Leibniz' relationale Theorie des Raumes. Man müsste was sagen zum Kausalbegriff, zum Kausalitätsverständnis bei Kant und dann natürlich zu der eher provokativen Aussage, sozusagen als die Quintessenz von allem, der Verstand schreibt der Natur die Gesetze vor. Das ist Kants, eine der zentralen Aussagen Kants in diesen Zusammenhängen. Das aber möchte ich ausklammern und es lieber etwas allgemeiner formulieren, aber vielleicht auch nicht völlig niveaulos. Also diese Einsicht, dass es zwei Quellen der Erkenntnis gibt, genauer, dass sinnliche Vorstellungen, nämlich Anschauungen von ganz anderer Art als begriffliche Vorstellungen sind, halte ich persönlich für Kants größte philosophische Entdeckung. Ich glaube nicht, dass das der kategorische Imperativ ist, von dem Kant selbst sagt, ich mache nur klar, was sowieso schon alle wissen. Ja, das kennen Sie alle, kategorischer Imperativ, Moralsatz, aber das ist wirklich etwas, was er ganz originär, ohne Vorlagen gehabt zu haben, selbst entwickelt hat. Ja. Aber das ist natürlich auch eine Spezialdebatte. Nochmal. Anschauung ist nämlich einzelne Vorstellung, wie Kant sagt, Repräsentatio singularis, einzelne Vorstellung. Begriff ist allgemeine Vorstellung. Das hat vorher noch nie jemand so gesagt. Erst durch sie kann gezeigt werden, dass klassische Metaphysik nicht als Wissenschaft möglich ist. Diese Entdeckung ist der wahre und bis heute unübertroffene Gamechanger, wenn man so will, in der Philosophie. Danach ist alles anders. Ganz anders. Kant ist zwar nicht der Auffassung, dass die traditionelle Metaphysik von Platon bis Leibniz und Wolff nur Unsinnspoesie produziert hat, bei aller Bewunderung für die Klassiker meint Kant aber, dass die Klassiker, diese Autoren, eben über Märchenerzählungen zumeist nicht hinausgekommen sind. Und er meint eben Leibniz' Monadologie, das ist ein Märchen. Das hat überhaupt keinen Bestand in der Realität. Und das Ähnliches würde auch zu Platons theoretischer Philosophie, nicht zur Ethik, das ist ein anderes Gebiet, aber zur theoretischen Philosophie würde er genau und hat genau das Gleiche. Das sind Märchengeschichten. Roman, das ist ein Romanschriftsteller, wie später Hegel gesagt hat, gespottet hat gegen Leibniz. Ja, also, um das noch klar zu sagen, Kant bewundert Leibniz, und andere auch, Wolf, aber letztendlich denkt er, diese Monadologie von zum Beispiel von Leibniz, das ist eine Märchengeschichte. Obwohl er früher selbst mal eine Monadologie vertreten hat. Daran sieht man einfach die Radikalität, also der Game Changer hier. Also alles ist wirklich fundamental anders nach Kant. Nicht ohne Grund spricht Mendelssohn in den Morgenstunden daher vom alles zermalmenden Kant. Noch drastischer sagt es wiederum Heine. Die Kritik der reinen Vernunft ist das, Zitat, Schwert des Scharfrichters Kant, mit dem die Metaphysik hingerichtet worden ist in Deutschland. Wie gesagt, allerdings nicht ohne das konstruktive Angebot einer neuen Theorie. Kant ist also nicht nur der Zerstörer, sondern eben halt auch konstruktiv. Damit komme ich zum zweiten Themenblock Moral und Gesellschaft. Kant hat also, um wiederum Heine zu zitieren, weil es einfach so gut passt, Kant hat also den Himmel gestürmt. Er hat die ganze Besatzung über die Klinge springen lassen. Der Oberherr der Welt schwimmt unbewiesen in seinem Blute. Es gibt jetzt keine Allbarmherzigkeit mehr, keine Vatergüte. Und Kants alter Diener Lampe steht dabei und Tränen rinnen ihm vom Gesichte. Da erbarmt sich Kant und zeigt, dass er nicht bloß ein großer Philosoph, sondern auch ein guter Mensch ist und spricht, der alte Lampe muss einen Gott haben, sonst kann der arme Mensch nicht glücklich sein. So mag auch die
praktische Vernunft die Existenz Gottes verbürgen. Infolge dieses Arguments, so Heine weiter, unterscheidet Kant zwischen der theoretischen Vernunft, um die ging es gerade, und der praktischen Vernunft, um die wird es jetzt gehen. Und mit dieser, wie mit einem Zauberstäbchen, belebte er wieder den Leichnam des Deismus, den die theoretische Vernunft getötet. Also damit sind wir in der Ethik angekommen. Unbarmherzig wie das Schwert der Kritik der reinen Vernunft gelten vielen auch die Moralzügel der Kritik der praktischen Vernunft und überhaupt der angebliche Rigorismus der kantischen Ethik. Was hat uns Kant in Sachen Moral anzubieten? Vor allem, klar, den kategorischen Imperativ. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeines Gesetz werde. Imperative sind Sollensätze und kategorische Imperative sind einfache, das heißt unbedingte Sollensätze. Also wenn du das und das möchtest, wenn du dich gut fühlen möchtest, dann ja, hilf den Armen. Also das ist kein kategorischer, das wäre ein bedingter Sollensatz. Also, kategorische Imperative sind einfache, das heißt eben unbedingte Sollensätze. Kategorische Imperative gibt es aber jede Menge, nämlich schließe das Fenster, genieße die Freiheit, lese Leibniz, das sind alles kategorische Imperative. Aber es gibt nur einen moralischen kategorischen Imperativ, den ich soeben zitiert habe. Er fordert uns dazu auf, moralisch zu handeln, und zwar unangesehen der subjektiven Absichten, Präferenzen, Motive, Empfindungen und so weiter, die wir vielleicht haben. Das heißt nicht, dass wir solche subjektiven Beweggründe generell nicht haben dürften oder sie gar verdrängen müssten. Der kategorische Imperativ verlangt von uns aber, dass wir unser moralisches Handeln nicht nach solchen subjektiven Beweggründen ausrichten sollen und damit etwa nach unserem persönlichen Vorteil zum Nachteil anderer, sondern nach dem moralischen Gesetz in uns, das schon genannt wurde, das der kategorische Imperativ eben zum Ausdruck bringt. Warum aber sollten wir dem kategorischen Imperativ überhaupt Folge leisten? Das ist offenbar die zentrale Frage. Warum sollten wir dem kategorischen Imperativ, dem moralischen kategorischen Imperativ Folge leisten? Es gibt nur eine Antwort. Aus Achtung vor dem moralischen Gesetz. Tue das Gute. Wer das moralische Gesetz in sich nicht achtet, handelt nicht nach dem, kann gar nicht nach dem kategorischen Imperativ handeln. Tue das Gute. Kants Ethik und insbesondere die Begründung des kategorischen Imperativs sieht sich von Anfang an und noch heute oft schärfster Kritik ausgesetzt. Die Kritik betrifft nicht zuletzt Kants Lehre vom freien Willen als Voraussetzung der Möglichkeit moralischen Handelns. Kann ich mich selbst frei, spontan zum Handeln bestimmen, völlig unabhängig von sozialen, kulturellen oder sonstigen faktischen Gegebenheiten und situativen Umständen? Ist das überhaupt möglich? Die heutige Naturwissenschaft zum Beispiel würde diese Frage wohl klar mit Nein beantworten. Den freien Willen gibt es nicht, kann es gar nicht geben. Freiheit gibt es nicht, das ist eine Illusion. Deswegen kann es im Grunde, wenn man so argumentiert, natürlich auch keine kantische Ethik geben. Aber auch das kantische Verständnis ethischer Kernbegriffe wie Autonomie, Menschenrechte, Person als Zweck und Menschenwürde wird immer wieder in Frage gestellt. Ich möchte an dieser Stelle nicht in eine textinterpretatorische Auseinandersetzung mit der kantischen Position einsteigen. Ich möchte Ihnen vielmehr an einem oft übergangenen ethischen bzw. sozialen Phänomen vorführen, dass die kantische Ethik nicht auf dasjenige reduziert werden kann, was zunächst Hegel und dann später vor allen Dingen Max Scheler als Formalismus kritisiert haben. Der Formalismus-Einwand oder die Formalismus-Kritik besagt,
dass Kants normgebende praktische Vernunft als eine leere Schablone agiert und den konkreten Gehalt moralischer Reflexion völlig außer Acht lässt. Dies könne nur zu einem Habitus der rigorosen Unterwerfung der konkreten menschlichen Lebenssituation unter das Diktat der praktischen Vernunft führen. Das ist klar, das kommt bei Kant vor. Kant ist eben kein Konsequenzialist. Es kann eben das Resultat einer Handlung, das man vielleicht antizipieren kann, kann nicht den Maßstab für die Moralität einer Handlung sein. Das ist einer der Kerngedanken der kantischen Ethik. Die in der Metaphysik der Sitten von 1798 formulierten Ideen zur moralischen Bedeutung von Freundschaft scheinen mir dagegen eine Perspektive zu eröffnen, mit der sich Kants Ethik weiterdenken lässt. Ja, also gegen diesen Formalismus ein. Und das versuche ich jetzt so ein bisschen zu motivieren, zu plausibilisieren, dass Kants Ethik eben nicht dieser Formalismuskritik zum Opfer fällt und nicht in der Art rigoros ist, wie oft gesagt wird. In der Tugendlehre der Metaphysik der Sitten gibt Kant eine bestechend präzise Definition des Begriffs Freundschaft. Freundschaft sei, Zitat, die Vereinigung zweier Personen durch gleiche wechselseitige Liebe und Achtung. Zitat Ende. In Anlehnung an Aristoteles Oxymoron, meine lieben Freunde, es gibt keinen Freund, hält Kant wahre, vollkommene Freundschaft zwar für ein, wie er sagt, Steckenpferd der Romanschreiber, gleichwohl sei sie ein zwar unerreichbares, aber doch praktisch notwendiges Ideal, nämlich das Ideal, Zitat, der Teilnehmung und Mitteilung an dem Wohl eines jeden, dieser durch den moralisch guten Willen vereinigten. Das hört sich zwar sehr technisch an, aber wenn man sich das anguckt, das ist eine sehr präzise und eine sehr lebensnahe, das versuche ich jetzt mal ein bisschen zu erläutern, Definition. Ja? Nämlich die der Teilnehmung und Mitteilung an dem Wohl eines jeden, dieser durch den moralisch guten Willen vereinigten, in der Freundschaft vereinigten. Insofern der Mensch dieses Ideal anstreben muss, um dadurch sein Glück zu befördern, ist, wie Kant sagt, Freundschaft unter Menschen Pflicht. Freundschaft ist unter Menschen Pflicht. Bei der näheren Charakterisierung der Freundschaft als moralischer Pflicht, nämlich als Liebespflicht, erweist sich Kant nicht als der rigorose Pflichtethiker, als der er so oft kritisiert wurde und wird, sondern als einfühlsam und praktisch lebensnah. Rein moralisch betrachtet sei es etwa einerseits zwar, Zitat, Pflicht, dass ein Freund dem anderen seine Fehler bemerklich mache, denn das geschieht ja zu seinem Besten. Und es ist also Liebespflicht gegenüber dem Freund, gegenüber der Freundin. Andererseits aber blicke der Freund in dieser Kritik möglicherweise, Zitat, einen Mangel der Achtung, die er von jenem erwartete, von dem anderen, von dem Freund, und zwar, dass er entweder darin schon gefallen sei oder da er von dem anderen beobachtet und insgeheim kritisiert wird, beständig Gefahr läuft in den Verlust seiner Achtung zu fallen. Das ist eine Bedrohungssituation sozusagen für ein Freundschaftsverhältnis. Die gegenseitige Achtung hat demnach für Kant gegenüber der Pflicht, einen Freund auf seine Fehler aufmerksam zu machen, den höheren Wert. Also Kant ist oftmals nicht nur derjenige, der auf Pflichteinhaltung pocht. Ja, weil hier ganz klar der höhere Wert die Achtung ist. Also einen Freund auf seine Fehler aufmerksam zu machen, den höheren Wert, sodass sogar wohlwollende Lügen erlaubt sind. Und das, wenn man sich das anguckt, überrascht das, weil Sie kennen vielleicht dieses extreme Beispiel und Kants
sehr extreme Position gegenüber dem Lügenverbot der Mörder, ne? Das ist für manche Menschenrecht zu lügen. Wo Kant also Lüge klarerweise für moralisch falsch hält, aber hier in diesem Kontext der Freundschaft das offenbar aufweicht, da er wohlwollende Lügen akzeptiert. Er sagt, ja, es kann ja sein, dass Sie von Ihrem Freund, von Ihrer Freundin gefragt werden, wie er denn die neuen Schuhe findet, die ich mir gerade gekauft habe. Also so ein Beispiel gibt Kant da. Und wenn man diese Schuhe vielleicht nicht ästhetisch ansprechend findet in Wirklichkeit, kann man sich mit einer Lüge helfen, die wohlmeinend ist, in dem Sinne, dass ich dadurch die Achtung gegenüber meinem Freund, meiner Freundin nicht verletze. Das ist gemeint. Die Vereinigung zweier Personen in der Freundschaft darf, um wahre moralische Freundschaft zu sein, sein zu können, keine auf, wie Kant sagt, wechselseitigen Vorteil abgezweckte Verbindung sein. Trotz ihrer Wechselseitigkeit ist eine solche Vereinigung aus reinen Nutzerwägungen keine wahre, nämlich moralische Freundschaft, die auf der anderen Seite aber auch nicht auf einem bloßen moralischen Gefühl, der, wie Kant es formuliert, Süßigkeit der Empfindung, des bis zum Zusammenschmelzen in eine Person sich annähernden wechselseitigen Besitzes beruhen darf. Also wahre Freundschaft muss auf mehr als bloßer Empfindung gründen, um stabil zu sein. Und das, was Freundschaft zu einer stabilen Freundschaft macht, ist Achtung. Und zwar nach Kant die Achtung vor dem Sittengesetz und damit vor dem Freund als Person. Daher zeichnet sich wahre oder moralische Freundschaft gemäß Kant nicht allein durch Liebe aus, sondern insbesondere durch Intimität als das völlige Vertrauen zweier Personen in wechselseitiger Eröffnung ihrer geheimen Urteile und Empfindungen, soweit sie mit beiderseitiger Achtung gegeneinander bestehen können. Die Idee der Freundschaft ist also deswegen eine moralische Idee und deswegen Freundschaft auch eine Menschenpflicht, weil sie auf dem moralischen Gefühl wechselseitiger Liebe sowie reziproker Achtung zweier Personen beruht, die einander vollkommen vertrauen. Dieser Befund, und das Interessante kommt jetzt im Grunde, dieser Befund weist auf anthropologisch-politische Grundannahmen voraus. Für Kant ist die ungesellige Geselligkeit die Naturanlage des Menschen. Sie bestehe in dem, wie er sagt, Hang des Menschen in Gesellschaft zu treten. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften, weil er in einem solchen Zustande sich mehr als Mensch, das ist die Entwicklung seiner Naturanlagen, fühlt. Wahre Freundschaft kann nach Kant daher nur in der Kultur des gesellschaftlichen Zustandes gedeihen. Zum Beispiel auch, und das ist, denke ich, auch ein Grund für ihn, warum Freundschaft so wichtig ist, in einer Tischgesellschaft, ne? Kantische Tischgesellschaft. Der Mensch verspürt nämlich den Drang, gleichsam aus seiner Naturanlage heraus, sich anderen Menschen mitzuteilen. Das ist einer der Hauptgründe, warum Kant meint, dass Freundschaft eine ganz besondere, nämlich intime, moralische Beziehung, die auf Vertrauen aufbauen muss, zwischen mehr als zwei Personen geht auch, aber häufig zwischen zwei Personen ist. Warum? Also nochmal, der Mensch verspürt nämlich den Drang, gleichsam aus seiner Naturanlage heraus, sich anderen Menschen mitzuteilen, jedoch nicht ohne zugleich den, so Kant, Missbrauch, den andere von dieser Aufdeckung seiner Gedanken machen könnten, zu fürchten.
Der natürliche Hang zur Selbstmitteilung betreffe dabei nicht nur den Bereich des Privaten. Das ist jetzt, glaube ich, hat mehr eben als nur eine rein soziale, zwischenmenschliche, private Bedeutung. Sondern betrifft eben auch Angelegenheiten, wie Kant sagt, der Regierung und der Religion. Denn der Mensch ist nach Kant von Natur aus böse. Seine kritischen Ansichten öffentlich mitzuteilen, dürfe er aber aus Angst vor politischer Repression nicht wagen. Also das ist jetzt ein Punkt, wo man natürlich einsteigen muss. Ja, ist Kant nur feige oder hat er selbst eine Erfahrung gemacht, die ihn dazu führt? Und er hat eine Erfahrung gemacht, deswegen sagt er eben auch, in Regierungs- und Religionssachen muss man vorsichtig sein. Denn er hat selbst die Erfahrung gemacht, eben im Anschluss an die Publikation seiner Religionsschrift, wo er unmissverständlich davor gewarnt wurde, sich weiter in Sachen der Religion zu äußern, weil dies nicht nur mit mit dem Verlust seiner Professur, sondern auch mit weit mehr. Und Kant dachte wirklich daran, sein Leben zu verlieren. Und er hat selbst darüber nachgedacht, zu fliehen aus Preußen. Es gibt einen Brief, den er sagt, vielleicht sollte ich fliehen. Einen anderen Ort aufsuchen, an dem es mir besser, wo es mir besser. Und das ist ganz klar die Anspielung darauf. Diesen natürlichen Hang vermag der Mensch erst in der wahren moralischen Freundschaft nachzugeben, also die vertrauensvolle Mitteilung an den Freund, wo er in vollem Vertrauen auf den wahren Freund, so Kant, seinen Gedanken Luft machen kann. Zwischenmenschliche Intimität oder Freundschaft ist somit eine wesentliche Realisationsbedingung der menschlichen Naturanlage, nämlich der Entwicklung sozialer Kultur. Schließlich kann der Mensch sein natürliches Bedürfnis der Mitteilung von nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Gedanken nur in der wahren Freundschaft befriedigen. Diesen wichtigen Aspekt von Freundschaft hat Kant in seiner politischen Dimension allerdings nicht weitergedacht. Zwar verortet er Freundschaft konsequent in den Rahmen sozialer Zusammenhänge. Ob und inwiefern für die politische Form einer Gesellschaft, nämlich den Staat und seine Institutionen, eine Rolle spielen kann, wird von ihm jedoch nicht erwogen. An der moralischen Idee der Freundschaft lässt sich aber ablesen, dass Kants praktische Vernunft nicht als sozial isolierte Vernunft verstanden werden sollte, sondern als ein auch entschieden dialogisches Vermögen, das die soziale Sphäre der Moral eröffnet. Darüber hinaus zeigt Freundschaft, dass Kants universalistische Ethik nicht als radikal unparteiisch gedacht werden sollte, da sie es zulässt, den Freund unter bestimmten Umständen moralisch zu präferieren. Das hat man auch immer gesagt, ja, das ist diese unmenschliche Ethik, weil das Vernunftdiktat des kategorischen Imperativs und der erlaubt eben nicht Parteilichkeiten, nämlich in bestimmten Situationen, stellen Sie sich vor, Sie liegen am Strand im Urlaub und, weiß ich nicht, Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder sind im Wasser und drohen zu ertrinken. Da ist eine größere Anzahl von Menschen, die in derselben Situation ist, aber Sie können sie jetzt eben retten. Ne? Dürfen Sie, obwohl Sie auch andere retten können, jetzt sozusagen Ihre Kinder, ne? Oder Ihr Kind, Ihren Sohn, Ihre Tochter sagen, präferieren, dürfen Sie ihn oder sie retten, aber die anderen eben ertrinken lassen. Und Kant sagt, ja, das darf ich. Das darf ich auch mit Verwandten, Freunden, Nachbarn und eben halt auch mit anderen, die mir nahe stehen. Warum? Ja, ich darf es, solange ich andere nicht daran hindere, zu überleben. Ja, ich darf sozusagen die in der Nähe sind, sozusagen, um mich nicht an der Rettung meines Sohnes zu hindern, sozusagen unter Wasser stoßen. Das ist unmöglich, aber ich darf, solche Art moralische Präferenzen sind erlaubt. An diesem Punkt wäre weiter zu überlegen, ob die Bestimmung wahrer moralischer Freundschaft auf die politische Ebene der Staaten transferiert werden kann, indem die Idee der Freundschaft auch im Bereich zwischenstaatlicher Beziehungen zu einem Orientierungspunkt gemacht wird. Denken Sie an die deutsch-französische Freundschaft zum Beispiel, den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag.
Dass wir auch hier mit Kant weiterdenken können, möchte ich abschließend im dritten Themenblock vorschlagen und komme jetzt also zu Leben und Kooperation. Seit einigen Jahren ist Kants Geschichtsdenken wieder vermehrt in den Fokus des Interesses geraten, nachdem es längere Zeit als irrige teleologische, also auf einen Zweck hin, auf einen geschichtlichen Endzweck hin gerichtete Theorie über die Gründe menschlicher Vergesellschaftung und internationaler staatlicher Beziehungen abgetan wurde. Für dieses neuerliche Interesse gibt es mindestens zwei Erklärungen. Zum einen eröffnet uns die Geschichtsphilosophie eine vielleicht sogar abschließende Perspektive auf die Gesamtkonzeption des kantischen Denkens als Philosophie der Freiheit und der friedlichen föderalen Koexistenz von Staaten, die angesichts der heutigen harten politischen Realitäten von Interesse ist, mehr denn je. Zum anderen, und dies nun negativ, konfrontiert uns gerade die Geschichtsphilosophie mit inakzeptablen, irritierenden, rassistischen und auch kolonialistischen Äußerungen Kants, die offensichtlich quer zum Aufklärungsprogramm seines gesamten Denkens stehen. Der Föderalismus freier Staaten, und Kant ist auch Erfinder von technischen Begriffen, er hat nicht nur den Begriff Realismus erfunden in der Philosophie, sondern auch den Begriff Föderalismus, gibt es föderal, ja, aber Föderalismus als philosophischer Terminus technicus, kommt von Kant. Also der Föderalismus freier Staaten bildet für Kant nicht nur den idealen Fluchtpunkt der realgeschichtlichen Entwicklung der Menschengattung, sondern in Einklang mit seinem kosmopolitischen Grundverständnis von Philosophie auch den Schlussstein seines kritischen Theoriegebäudes. Dies geht bereits aus der 1784 publizierten Schrift Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht hervor. Der Ansatz dieser geschichtsphilosophischen Theorie ist ebenso simpel wie herausfordernd. Der Mensch ist mit bestimmten Naturanlagen ausgestattet, die zur Ausübung kommen müssen, um sich entwickeln zu können. Diese zweckmäßige und sogar vollständige Entwicklung aller Naturanlagen des Menschen in seiner Gattung erfolgt aber nicht von selbst, sondern mittels des von der Natur eingerichteten Zitat Antagonismus in der Gesellschaft, sofern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Also Kant meint eben, durch Antagonismus, Konflikt, Auseinandersetzung werden bestimmte Naturanlagen in Bewegung gebracht, die entwickeln sich, perfektionieren sich, erreichen ihre, teleologisch gesehen, ihren Zweck. Aber das ist etwas, was die Natur so eingerichtet hat. Wesentliche Naturanlage des Menschen ist die, schon genannt, ungesellige Geselligkeit. Die durch Konflikte zwischen den Menschen wachgerufene Neigung, sich zu vergesellschaften, sei eine natürliche Eigenschaft des Menschen, die die Natur einsetzt, um seine Talente auszubilden. Fast schon emphatisch proklamiert Kant daher, Dank sei also der Natur für die Unvertragsamkeit, für die missgünstig wetteifernde Eitelkeit, für die nicht zu befriedigende Begierde zum Haben oder auch zum Herrschen. Ohne sie würden alle vortrefflichen Naturanlagen in der Menschheit ewig schlummern und unentwickelt bleiben. Der Mensch will Eintracht, aber die Natur weiß besser, was für seine Gattung gut ist. Sie will Zwietracht. Menschliche Eintracht versus Zwietracht der Natur also. Die so durch den Gesellschaftstrieb vorangetriebene Entwicklung menschlichen Zusammenlebens verläuft in drei historischen Stadien. Erstens das Verlassen des Naturzustandes durch Kultivierung. Ja, Kant ist Kontraktualist und in gewisser Weise Anhänger auch von Hobbes mit nicht unerheblichen Unterschieden, also Naturzustand, Kultivierung. Zweitens das Erreichen der bürgerlichen Verfassung des Staates und die damit einhergehende
Moralisierung des Menschen und drittens die Föderalisierung der Staaten auf internationaler Ebene. Über die Einrichtung und Wahrung einer bürgerlichen Verfassung im Rechtszustand muss also hinausgegangen werden zu multistaatlichen internationalen föderalen Ordnungsstrukturen als letzter kosmopolitischer Zweck. Ja, das ist sozusagen wirklich der Schlussstein, der Föderalismus ist der Schlussstein seines, wenn man so möchte, Systems. Aber warum? Warum muss man über sozusagen die bürgerliche Gesellschaft hinaus gehen auf die Ebene föderaler politischer Ordnungsstrukturen? Antwort: Weil ohne eine internationale Friedensordnung die Rechtssicherheit der Bürgerinnen und Bürger eines Staates nicht gewährleistet werden kann. Ohne äußeren Frieden kein innerer Friede. In diesem Sinne ist die internationale föderative politische Ordnung sogar Letztbedingung der Entwicklung der Naturanlagen des Menschen. Also der Mensch könnte nicht mal seine Naturanlagen entwickeln, wenn er immer damit rechnen müsste, von den internationalen, vor allen Dingen eben kriegerischen Auseinandersetzungen, weil wir können vielleicht auch an Handelskriege denken heutzutage, belästigt zu werden, also bedroht zu werden in seiner Existenz. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass Kant innerhalb dieser idealisierten Abfolge historischer Etappen der Kultur eine maßgebliche Rolle zugesteht. Aus dieser Rolle der Kultur ergeben sich allerdings mehrere problematische Annahmen, wie wir gleich sehen werden. Kant entwickelt in der Kritik der Urteilskraft von 1790 eine eigenständige Philosophie der Kultur. Und zwar wie folgt. Nach Kant ist der Mensch letzter Zweck in der Natur. Also man muss das sagen, in der Natur. Er ist nicht letzter Zweck der Natur. Das ist also keine theologische Aussage hier. Oder letzter Zweck der Schöpfung. Sondern er ist letzter Zweck in der Natur aus folgendem Grund. Er ist dies insofern, als er das einzige Wesen auf Erden ist, das die Fähigkeit der Zwecksetzung besitzt. Das heißt, dass seine Zwecke selbst festlegen und die passenden Mittel zur Erreichung dieser Zwecke einsetzen kann. Das kann kein anderes Wesen. Also man kann Gegenbeispiele, höhere Primaten oder höhere Tiere, den Primaten, klar, haben bestimmte strategische Fähigkeiten, aber das ist natürlich nicht das, was Kant meint. Das wusste Kant auch. Genau daraus resultiert die Kultur des Menschen, nämlich die Natur tauglich zu machen, also als Mittel zu nutzen für die eigenen Zwecke. Bedingung für diese Möglichkeit ist dabei, dass die Natur überhaupt tauglich und also zweckmäßig ist für die Erreichung der Zwecke des Menschen. Na, also, hätte ja auch anders sein können. Hätte ja sein können, dass wir Ackerbau und Viehzucht betreiben, aber wir gar nicht die gewünschten Ziele damit erreichen. Ne? Aber es ist eben so offensichtlich, dass wir die Natur so zu unseren Gunsten nutzen können, dass wir unsere Zwecke durch die Verwendung der Natur eben als Mittel erreichen. Ne? Hier könnte man, ich sage das nur als Stichwort, sicherlich einiges zur Bedeutung des Umweltschutzes einführen. Ne? Also wie kann man sozusagen die Natur unter dem Aspekt, der Kant nicht ganz unbekannt war. Es gibt in der Kritik der Urteilskraft Bemerkung dazu, dass das Abholzen von Fichten, das kann nicht gut sein. Ja? So auch schon also in dieser Perspektive, da tut man der Natur etwas an, was eigentlich nicht sein sollte. Also die Fähigkeit, die Natur als Mittel für die eigenen Zwecke einzusetzen, liegt allerdings nicht einfach im Menschen fertig vor, sondern muss ausgebildet werden. Und wodurch? Durch die Entwicklung der Naturanlagen des Menschen in der Geschichte. Dabei versteht Kant unter Kultur nicht nur einfache Alltagspraktiken zum Lebenserhalt, sondern vorrangig Kunst, Wissenschaft und Moralität. Und eben die Entwicklung solcher Kultur gelingt zuallererst im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft.
und zwar derjenigen seiner eigenen, also der kantischen, europäischen Lebensrealität, die schließlich noch, wie er sagt, Zitat, ein weltbürgerliches Ganze, das ist ein System aller Staaten, erforderlich macht. Hier tritt meines Erachtens eine implizite, fragwürdige Annahme hervor, die Kant zu der Auffassung verleitet hat, dass solche Gesellschaften, vornehmlich außerhalb Europas, die nicht zu kultureller Blüte in Kunst, Wissenschaft und Moralität gemäß europäischem Maßstab gediehen sind, defizitär und mangelhaft, vor allen Dingen auch moralisch mangelhaft sind. Und die Gründe für solche Unzulänglichkeit liegen dann eben in der Abwesenheit derjenigen Naturanlage, die den kulturell entwickelten Menschen in Europa auszeichnen. Oder aber in den faktischen Umständen, die die Entwicklung durchaus vorhandener Naturanlagen unmöglich machen. Also Sie kennen das Argument ja schon bei Aristoteles, das Klima hindert bestimmte Gesellschaften, sich kulturell zu entwickeln. Das ist so ein typisches Argumentationsmuster, Erklärungsmuster. Nicht ohne Grund spricht Kant in der Anthropologie sowie in den geschichtsphilosophischen Schriften und Aufsätzen zur Rassetheorie abwertend von den Wilden, die wild seien, weil sie jenseits des Niveaus europäischer Kultur leben und also keine bürgerlichen Gesellschaft europäischen Zuschnitts gebildet haben und folglich auch ihre Anlagen nicht haben entwickeln können. Mit dem kantischen Universalismus der Moral und Menschenrechte ist dies klar unvereinbar. Das muss man klarerweise so sagen. Die bei Kant zu findenden rassistischen Äußerungen sind unerträglich und zurückzuweisen. Was vor allem verstört ist, dass der Aufklärer Kant es doch hätte besser wissen müssen. So wie er die kritische Analyse der Quelle der Erkenntnis in der theoretischen Philosophie, also das war das, was ich im ersten Teil vorgeführt habe, in der theoretischen Philosophie einfordert und auch durchführt, hätte er doch auch in diesem Kontext eine kritische Haltung gegenüber den Quellen einnehmen müssen, aus denen er sein vorgebliches Wissen über Menschen anderer Kulturen und Länder bezog. Allerdings, ja, also ich meine, das muss man einfach sehen, das Kant ist ja aus der weiteren Umgebung von Königsberg nicht herausgekommen und man fragt sich ja, er hat sehr viel gelesen, das wissen wir, man kann auch die Quellen ganz gut identifizieren, aber das Wissen über die sogenannten Neger, in den Negerländern, das er da erworben hat, das hat er ja nicht aus eigener Anschauung erworben, sondern das hat er sich sozusagen erzählen lassen. Und als Aufklärer, einer der entscheidenden, sozusagen auf, das ein entscheidendes Aufklärungsparadigma ist, eben eine kritische Distanz zu behalten zu den Quellen, aus denen wir Informationen beziehen. Das hat er nicht gemacht und das ist höchst befremdlich. Obwohl man jetzt doch Folgendes abschließend sagen kann. Allerdings ist eben dieses schwerwiegende Versäumnis doch in den 1790er Jahren von ihm selbst offenbar bemerkt worden. Denn im zweiten Definitivartikel zum Weltbürgerrecht im ewigen Frieden von 1795 heißt es, Zitat, vergleicht man mit der Idee des Kosmopolitismus das inhospitable Betragen der gesitteten, vornehmlich handeltreibenden Staaten unseres Weltteils, unseres europäischen Weltteils ist gemeint, so geht die Ungerechtigkeit, die sie in dem Besuche fremder Länder und Völker, welches ihnen mit dem Erben derselben für einerlei gilt, beweisen bis zum Erschrecken weit. Amerika, die Negerländer, die Gewürzinseln, das Kap etc. waren bei ihrer Entdeckung für die Länder, die keinem angehörten. Denn die Einwohner rechneten sie für nichts. Sie rechneten sie für nichts. Sie hatten keinen Wert. Und das
ist klar, das ist völlig inkompatibel mit Kanzlerin. Aber es scheint ihm hier aufzufallen. In Ostindien, Hindustan, brachten sie unter dem Vorwande bloß beabsichtigter Handelsniederlagen fremde Kriegesvölker hinein, mit ihnen aber Unterdrückung der Eingeborenen, Aufwiegelung der verschiedenen Staaten desselben zu weit ausgebreiteten Kriegen, Hungersnot, Aufruhr, Treulosigkeit und wie die Litanei aller Übel, die das Menschengeschlecht drücken, weiter lauten mag. Zitat Ende. Das ist von 1795, der späte Kant. Kant scheint mit dieser Selbstkorrektur sich selbst zur Vernunft gebracht zu haben und damit auch seinem Erwartungshorizont der Aufklärung zu entsprechen. Also ich komme zum Schluss, indem ich jetzt nochmal nicht alles resümiere, aber zumindest den Titel meines Vortrags aufgreife: Kant unvergessen, unverstanden, unbrauchbar. Kant unvergessen, also das ist eine rhetorische Frage natürlich, die Antwort können Sie antizipieren, ist, sei natürlich nein, Kant ist nicht unvergessen. Kant ist ein Klassiker und Kant ist etwas Emphase, darf manchmal sein, Kulturgut, glaube ich. Nicht nur im europäischen Kontext, sondern überhaupt Kulturgut. Das ist heute so, aber ob das in der Zukunft so sein wird, weiß niemand, aber auf jeden Fall tragen diese Art Veranstaltungen dazu bei, sich für die Zukunft, auf die Zukunft vorzubereiten, dass das weiterhin der Fall sein wird. Unverstanden, Kant unverstanden, ich würde da sagen, auch nein, es gibt natürlich unterschiedliche Verständnisse, Interpretationen, Deutungen Kants, wie mit jedem oder bei jedem Klassiker, jedem Autor im Grunde. Aber man muss natürlich schon sagen, Kant ist ein extrem schwer zu lesender Autor. Es ist einfach eine sehr schwierige Art, Philosophie zu machen. Aber wenn man einmal den Zugang gefunden hat, kann man sicherlich so sagen, fällt es leichter. Aber es gibt auch natürlich andere anspruchsvolle Philosophen. Aber Kant ist in besonderem Maße schwierig. Was aber ist natürlich, wenn es um Verständnis geht, der wahre Kant? Darüber streiten sich die Interpreten oder auch die nicht sich professionell mit Kant befassenden, können sich genauso darüber streiten. Das wird sich natürlich auch nie ändern, weil es die wahre Kant-Interpretation natürlich nicht gibt. Aber ist er unbrauchbar? Auch das ist eine rhetorische Frage. Natürlich kennen Sie meine Antwort. Nein, ist natürlich nicht unbrauchbar. Ich habe das jetzt versucht, eben an drei thematischen Feldern zu erläutern, zu begründen, warum er das nicht ist. Erstens, nur ganz kurz gesagt, Metaphysik und Wissenschaft. Kant hat, glaube ich, durch seine theoretische Philosophie, ohne nochmal da in die Einzelheiten eintreten zu wollen, wirklich die Dinge grundlegend geändert. Nach Kant, besonders nach Kants Kritik der reinen Vernunft, ist die Philosophie nicht mehr so, wie sie vorher war. Ja. Zweitens, Moral und Gesellschaft. Ich glaube, man kann an diesem Beispiel der Freundschaft ganz gut erkennen, dass Kant nicht der unbarmherzige Pflichtethiker ist, als der er gesehen wird. Also vieles von Kants Ethik ist sicherlich problematisch. Also ich will das jetzt sozusagen ihn gar nicht anpreisen und verkaufen als unproblematisch. Nee, sicher nicht. Aber es gibt in der Ethik, gerade später in der Metaphysik der Sitten, Themen, die Kant vorher nicht behandelt hat, wie zum Beispiel Freundschaft, an denen man ablesen kann, dass Kant eben nicht diesen Formalismus-Einwand zum Opfer fällt, dass die praktische Vernunft bei Kant nicht eine isolierte, unsoziale Vernunft ist, sondern dass sie dialogisch ist und so weiter. Und drittens, Leben und Kooperieren. Ja, ich glaube, man kann eben an diesem Thema des Föderalismus, Kants Geschichtsphilosophie eben mit diesem Fluchtpunkt des Föderalismus als internationales Friedens, als internationale Friedensordnung sehr gut erkennen, dass das keine spinnerte Idee, ja, das ist eben die Idee des ewigen Friedens, ja, und das ist auch nur ein Entwurf, ja, Kant skizziert da etwas, arbeitet das nicht im Detail aus, aber ich glaube, wir können an unserer eigenen politischen Realität heute eben sehen, dass die internationalen Zusammenhänge eben sich unmittelbar, sei das jetzt
durch kriegerische Handlungen oder auch, wenn Sie an Handelskriege denken, das muss ja nicht immer gleich Krieg sein, aber Handelskriege, Internationalisierung, Globalisierung Auswirkungen haben sozusagen auf den Rechtszustand oder auch auf den sozialen Zustand in Einzelstaaten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführungen, die eben so den Überblick über das Ganze auch gezeigt haben. Also von der Kritik der reinen Vernunft, ja, bis zu der Geschichte, zu der schönen Idee zu einer Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Also dieser ganze Zusammenhang und Sie haben ja noch die Schwerpunkte gesetzt, die Wissenschaft, ja, dann das Moralische und eigentlich das Kulturelle, ja, und diese Dinge sind allesamt diskussionswürdig jetzt, heute und nicht weniger als zu der Zeit, als Kant das geschrieben hat. Was mir besonders gefallen hat, war die Ausgeglichenheit und die Bereitschaft, auch das Kritische an Kant hervorzuheben. Ich entsinne mich an eigene Vorträge, wo ich das nicht getan habe, sondern eben das Positive so in den Vordergrund gestellt habe und das dann natürlich solch eine Darstellung auch angreifbar macht. Ja, das ist also ich danke Ihnen, dass Sie es nicht so gemacht haben. Ja. Gut, dann öffne ich jetzt hier das Gespräch zum Publikum. Wer hat Fragen? Wem brennt was auf der Seele? Ja, prima. Ja, Herr Heidemann, ich bin Ihnen besonders dankbar für Ihre Ausführungen über die Freundschaft mit Kant. Sie arbeiten ja heraus, dass Kant in der Freundschaft einen natürlichen Drang des Menschen zur Intimität und gegenseitiger Unterstützung herausarbeitet. Ich kriege das aber nicht damit in Zusammenhang, dass Sie auf der anderen Seite berichtet haben, für Kant sei der Mensch von Natur aus böse gewesen. Wenn Sie mir das nochmal erklären könnten, dass diese beiden Dinge sich nicht ausschließen. Ja, das ist ja die These in der Religionsschrift, die Lehre vom radikal Bösen. Und Kant hat das durchaus in der Metaphysik der Sitten, also wo eben die Freundschaft erörtert wird als ein moralisches, ethisches Phänomen. Freundschaft unter Menschen ist Pflicht, sagt Kant, ja. Und das radikal Böse, das ist sozusagen der Motivationsgrund, warum wir bestimmte soziale Beziehungen, Relationen, nämlich in der Freundschaft, so gestalten sollten, dass sie in der Weise intim sind, dass sie ganz besonders sind, weil eben das radikal Böse des Menschen Ursache dafür sein kann, dass bestimmte Arten von sozialen Beziehungen gestört sind. Wenn man jetzt aber eine Freundschaft erlebt, ne? Was kann man wahre moralische Freundschaft nennen, in der ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird, dann muss ich mit dieser Intervention sozusagen des Bösen nicht rechnen. Also es geht ja darum, dass ich meine Ansichten in der Öffentlichkeit mitteilen soll. Das soll ich durchaus tun, sagt Kant. Aber ich muss vorsichtig sein in Sachen Religion und Politik. Das ist das eine. Jetzt verspüre ich als Mensch, weil es eine Naturanlage ist, den Drang, mich mitzuteilen. Ja, was mache ich jetzt? Unterdrücke ich das, ne, und teile es eben sozusagen nicht öffentlich mit? Oder, und das ist dasjenige, was Kant im Sinn hat, ich versuche sozusagen eine Sphäre der Intimität, nämlich in der Freundschaft zu einem Freund,
sein besonderes Vertrauensverhältnis aufzubauen, in der es mir möglich wird, wie Kant sich ausdrückt, meinen Gedanken Luft zu machen. Also genau da dasjenige zu tun, was ich in der Öffentlichkeit, wo ich damit rechnen müsste, dass meine Äußerungen sozusagen im Negativen missbraucht werden, abzusichern. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass Kant der Auffassung ist, das geht auf die theoretische Philosophie vor allen Dingen zurück, dass wir im Grunde kognitiv, wenn man so will, intransparent sind. Also wir können, ich kann nicht in irgendeiner Weise herausfinden, was Sie wirklich denken, und Sie können nicht irgendwie herausfinden, was ich wirklich denke, und ich kann das, sagt Kant, in Bezug auf mich selbst nicht mal von mir selbst wissen, was ich wirklich denke. Also das Problem ist, dass wenn ich sozusagen meine Seele öffne und Ihnen die größten Geheimnisse mitteile, in einer intimen Beziehung, die Kant als Freundschaft, wahre moralische Freundschaft bezeichnet, dann kann es immer noch sein, dass ich vielleicht die Unwahrheit spreche. Das ist etwas, das man, glaube ich, bei Kant nicht vergessen darf, weil das die Restriktion der Erkenntnis betrifft nicht nur die Welt, Gott kann nicht erkannt werden, das Dasein Gottes kann nicht bewiesen werden, sondern betrifft auch mich selbst. Ich bin eben selbst mir nicht völlig transparent. Und ebenso wenig, wie mein Freund mir komplett transparent ist. Also das ist der Grund, warum Kant im Grunde sagt, ja, Freundschaft ist wichtig. Warum? Wahre Freundschaft, weil wir unseren Drang, unsere Naturanlage nach Mitteilung, müssen unsere Herzen öffnen sozusagen, dort ausleben können, dort realisieren können. Aber das brauchen wir, weil wir sondern durch das radikal Böse des Menschen bedroht sind und ansonsten damit rechnen müssten, dass wir sozusagen verraten werden, in dem Fall. Wir werden verraten. Und der Freund, der wahre Freund, sozusagen soll dafür Sorge tragen, dass ich meinen Gedanken Luft machen kann, ohne verraten. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen das erläutert hat. Ja, da ist sicherlich auch bei Kant ein realistischer Blick auf die Geschichte. Das heißt, zurückblickend auf die Geschichte, was gab es im Mittelalter für humane Katastrophe? Nicht? Dass Kant davon ausging, dass die menschliche Existenz nicht einfach gut ist, sondern gut zu sein ist etwas, was gemacht werden muss. Nicht? Wie auch Wissenschaft etwas ist, was und das, dieser ganze Impetus der Aufklärung, dass die Menschen selber verantwortlich sind für ihre Verhältnisse nicht. Das zeigt, dass es muss gemacht werden. Und im Rückblick auf die Geschichte kann man nicht sagen, dass die Menschen von Natur aus einfach gut sind. Man kann vielleicht noch hinzufügen, dass, weil das in gewisser Weise passt, der ewige Friede 1795, Kant schreibt das ja selbst, wurde von ihm verfasst, aufgrund des Anlasses des Friedens von Basel, das weiß man, aber auch deswegen, weil Kant nun endlich dafür Sorgen tragen wollte, sozusagen von philosophischer Seite, dass die Art von Vertragsaushandlung und Konstruktion, die es eben über viele Jahrzehnte gegeben hat, also insbesondere eben nach dem Siebenjährigen Krieg, in der Verträge unterschrieben wurden, aber zur selben Zeit wurden sie schon gebrochen oder es gab Geheimabsprachen, und das ist mit Sicherheit auch ein Motivationsgrund für dann 1798 diese Art von Mitteilung der geheimsten sozusagen Auffassungen, die jemand hat in der Freundschaft. So, es war dann für Sie eine Frage und dann anschließend. Man liest ja im Moment fast täglich, ich sehe aber mindestens einmal in der Woche irgendeinen Artikel darüber, was Kant uns heute noch zu sagen hat. Es erscheinen da Bücher, Biografien auch. Was ich immer wieder, fast immer wieder feststelle, ist, dass eigentlich immer nur zugenommen wird auf der Gedichtereien von ihm. Ich habe mein Kant-Studium, ein ähnliches in der Geschichte wie du, aber ein bisschen anders, vor 45 Jahren begonnen. Gleich mit der Kritik der Urteilskraft. Das ist ziemlich ungewöhnlich.
und normalerweise nicht. Aber auf diese Weise habe ich mir dann angewöhnt, ich habe damals auch Baldrussat hieß der, oder? So ein Kant. Wolfram Baldrussat? Baldrussat, ja, Baldrussat, Wolfram Baldrussat aus Hamburg, ja. Den habe ich in die Hand bekommen und der hat also eindrücklich belegt, dass man alle drei Kritiken zusammenlesen muss. Und ich denke, also das macht fast niemand. Ja? Ja, aber das war doch hier gerade in diesem Vortrag der Fall, sogar noch darüber hinausgehen, die Historie. Ja, aber ich weiß nicht, das verstehe nicht, was ich sagen will. Das, was in Kant drinsteckt, kann man erst wirklich sagen, wenn man alle drei Kritiken zusammen liest. Ich habe die ja kurz geschrieben, aber ich kann es mit jedem anderen auch kurz mal auseinandersetzen. Die moderne Naturwissenschaft, die moderne Mathematik, dann auch die Biologie, hat im letzten Jahrhundert kam auf den Beobachterbegriff. Ja, das ist ein ganz neuer Begriff für menschliche Erkenntnis, für die Kant die Grundlage gelegt hat. Er kannte den Begriff des Beobachters, hat er noch nicht genannt, aber er hat die Grundlage dafür gelegt, in allen seinen drei Kritiken. Da ist die Einbildungskraft, die Urteilskraft ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Die Frage jetzt? Naja. Keine Frage, das ist nur eine Bemerkung, warum diese Sichtweise so wenig Anklang findet. Also das kann ich eigentlich nicht bestätigen, also weil es ist sogar eher so, dass das Dominierende, wenn es um Kant geht, also zumindest in der Kant-Forschung oder auch sonst in der allgemeinen philosophischen Diskussion, ist Kants praktische Philosophie. Ja, Kants praktische Philosophie bildet im Grunde das Zentrum. In der Ethik, Moralphilosophie heute, gilt Kant als eine zwar historische Position, aber immer noch als eine der stärksten systematischen Positionen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Selbst diejenigen, die Kants Philosophie grundlegend ablehnen, würden immer noch sagen, aber wir müssen irgendwie fertig werden mit Kants Ethik, ne, zum Beispiel, um unsere sozusagen nicht-kantische Ethik zu machen. Ja, und ihn also auf die Kategorie der Beobachtung oder die Position der Beobachtung runterzuziehen, dann ist man wirklich weit, weit unter Kant. Also Kant ist nicht nur ein Beobachter. Ja, was wäre denn das? Dann würden wir heute beide, ich hätte die Vortragsreihe nicht ins Laufen gebracht und Sie hätten ja keinen Vortrag gehalten. Also die Beobachtung ist nichts Kennzeichnendes für Kant. Punkt. Also keine Diskussion weiter darüber. Ich weiß das dann lieber. Gut, das müssen wir dann später noch ausmachen. Bitte schön. Es sei nicht nur vielen Dank gesagt für Ihren hervorragenden Vortrag, Manich, sondern Sie haben es hinblickend Ihrer Anlage und Ihrer fast apodiktischen Gliederung sehr gut verstanden, uns an diesen Einzelthemen, den drei, nahezubringen, was Kant in diesem Fall ausmacht. Wenn man mit Hegel sagt, das Wahre ist das Ganze ist das Wahre, dann haben Sie wirklich wahr, diese Punkte, die ja nicht sehr anspruchslos sind, Metaphysik und zum Beispiel Wissenschaft, sehr gut dargestellt. Ja, man könnte auch sagen, Metaphysiker, das ist ja nicht so leicht, aber dieses Konkretmachen, wie in der akademischen Lehre das fand, ist eine bewundernswerte und großartige Vortragstätigkeit gewesen. Denn wir müssen ja auch mal eine Rückmeldung kriegen vom Katheder. Ja, vielen Dank. Freut mich. Herzlichen Dank. Habe ich eine herzliche Schöne? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Haben wir gerne zugehört. Etwas aufgestoßen ist mir der Begriff Zerstörung in Bezug auf das Vorhergehende, kein Vorhergehende. Hat er wirklich zerstört oder würde man mit Hegel vielleicht sagen, er hat es aufgehoben? Ich denke zum Beispiel an das Zeitverständnis des Augustinus, an den Zweifel des Papstes des Augustinus. Sind das nicht Gedanken, die Kant aufgenommen und auf seine Weise verwandelt hat? Ja, da stimme ich Ihnen zu, aber was. Die Zerstörung, ich habe das versucht so auch zu formulieren, dass diese Zerstörung sich wirklich auf die klassische Metaphysik, also Seele, Welt, Gott, ne? Da ist Kant kompromisslos. Was den Zeitbegriff angeht, ja, würde ich auch sagen,
Das wissen wir auch, also was die Quellen da sind, dass da bestimmte, Brucker vor allen Dingen, was Augustinus angeht, also Kants Bekanntschaft mit Augustinus, da greift er auf. Kant zitiert das ja auch selbst, auf seine Art, aber was jetzt wirklich die Beweise für die Unsterblichkeit und Einfachheit der Seele, für die raumzeitliche Endlichkeit oder Unendlichkeit des Universums angeht, der Welt, oder was die Beweise für die Existenz Gottes angeht, da ist Kant ein Zerstörer, da ist er radikal. In den Prolegomena, wenn Sie das sehen, dann das lesen, dann sagt er so, ich hab das erledigt und wenn mir jetzt jemand das Gegenteil beweist, dann gebe ich meinen Job auf gut Deutsch. Das können Sie da lesen. Er sagt, dann kommt und zeigt mir, wie ihr einen Satz, einen synthetischen Satz a priori aus reinen Begriffen beweist. Wenn mir das jemand zeigt, dann hat er mich widerlegt und dann höre ich auf. Es hat niemand geschafft. Also es ist niemandem gelungen, Kant in diesem Punkt sozusagen zu widerlegen. Dass es natürlich nachher weitergegangen ist und andere Kritiken kommen, klar, keine Frage. Hegel haben Sie erwähnt, der sieht die Sache nochmal ganz anders. Aber Zerstörer, würde ich sagen, ja, in Bezug auf klassische Metaphysica Specialis. Ne? Metaphysica Specialis, die Lehre von Seele, Welt, Gott, im Unterschied zu Metaphysica Generalis, mit der Kant, ne, allgemeine Metaphysik, Termini Ontologici, Kategorien, mit der Kant ja weiter operiert. Das gilt übrigens auch für Aristoteles. Ne? Aristoteles, Metaphysik, also die Substanzlehre, hält Kant für eine dieser Märchengeschichten, auf gut Deutsch gesagt. Aristotelische Syllogistik ist natürlich eines der hervorragendsten Produkte menschlicher Denkfähigkeit, Denktätigkeit, an über das nichts hinausgekommen ist, wie Kant ja selbst in der Kritik der reinen Vernunft sagt. Aristotelische Ethik hält er zwar für falsch, also Eudaimonismus, Glückseligkeit, hält er aus systematischen Gründen für falsch, wir kennen die Einwände, die er hat, aber was die Metaphysik angeht, ne, der erste unbewegte Bewegende, da sagt Kant, das ist eine Märchengeschichte, von denen wir uns jetzt zu verabschieden haben. Also ich formuliere es drastisch, weil es, glaube ich, auch wirklich so ist. Nochmal, nur in Bezug auf Metaphysica Specialis Seele, Welt, Gott, nicht in Bezug auf Ethiken, die wir bei Platon, Aristoteles, Spinoza und so weiter finden. Also so, ich weiß nicht, ob Sie damit einverstanden wären, aber... Okay. Ja, auf jeden Fall, es kann... für viele, also für die christliche Tradition, so aufgefasst worden. Nicht? Das kann man also als Zerstörer. Ja. Er stand bis, wann stand die Kritik der Vernunft auf dem Index? 63? 68? Also es ist noch nicht allzu lange her, dass sie auf dem Index stand. Sag mal, Klaus, du machst ja so Zeichen, geht deine Aufnahme noch weiter oder? Es wird hier alles dokumentiert. Sehr gut. Hat noch jemand eine Frage oder einen Kommentar? Irgendwas, was er loswerden will in diesem Podium? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Einen schönen Abend wünsche ich. Bis zum nächsten Vortrag, der am, wenn ich das noch mal hinweise, am 13. Februar stattfindet. Sie können das Programm auch, das schriftliche mitnehmen, das dort vorne liegt.